Meine Damen und Herren, bevor ich zu der Gedenkdebatte Stellung beziehe, möchte ich nochmal sagen, dass mir auch nicht gefällt, wie hier mit der Wiederaufnahme bestimmter Punkte umgegangen wird. Nur weil es eine historische Entscheidung in diesem Hause gab, wird eine Gegenposition nicht automatisch falsch. Das bedeutet, es kann nicht sein, dass man bestimmte Debatten nicht wieder aufgreifen kann, auch wenn bestimmte Personen hier im Hause vielleicht die Sachlage noch genauso bewerten wie vor einigen Jahren. Wer das leugnet, leugnet jegliche Reformfähigkeit innerhalb der parlamentarischen Demokratie. Zum Inhalt. Meine Damen und Herren, ich könnte in dieser Gedenkdebatte sehr gelassen sein. Die Öffentlichkeit geht mit der Öffentlichkeit, mit dem aktiven Raum aktiv um. Es ist nicht so, dass wir hier das Reden und Denken in der Stadt Kassel bestimmen. Die Menschen gehen ihre eigenen Wege und so gibt es die Möglichkeit, dass falsche Entscheidungen bestenfalls innerhalb der Bevölkerung korrigiert werden und innerhalb dem, ich benutze den Begriff relativ wenig, aber ich sage jetzt mal volkstümlich, Konsequenzen gezogen werden und korrigiert werden. Wir alle kennen Orte wie die Trompete, wie die Buga, die durch die Öffentlichkeit der gesamten Stadt gefunden und tradiert werden. Und ich möchte einfach an der Stelle nochmal sagen, und das sage ich wirklich ganz ohne Polemik und ohne jetzt irgendwie jemandem auf die Füße zu treten, wir müssen realisieren, dass diese Debatte gelaufen ist, dass diese Debatte sich auch innerhalb der Stadtgesellschaft manifestiert hat und dass es einen nicht zu unterschätzenden Teil innerhalb der Stadtgesellschaft gibt, die diese Brücke als Mitläuferbrücke bezeichnet. Und diese Bezeichnung, die ist da und die werden wir auch nicht aus der Welt schaffen. Es geht um einen aktiven Umgang damit. Auch dieser Umstand ist meiner Meinung nach in dieser Entscheidung zu bedenken. Ich könnte also vor diesem Hintergrund sehr gelassen bleiben. Ich könnte sagen, ja, nennen wir es halt Mitläuferbrücke, das ist es halt. Aber ich möchte mich als Stadtverordneter in Kassel nicht darauf ausruhen. Ich bin hin und her gerissen. Die Umbenennung in Brücke am Rondell erscheint, wenn man die Grundsätze aktiver Gedenkpolitik zugrunde legt, fast den Eindruck zu erwecken eines Ausweichens vor der Debatte. Man geht weg von dem Namen. Man bezieht sich auf die reine Örtlichkeit Rondell und so weiter. Aber trotz einer Umbenennung in Brücke am Rondell kann die Debatte, und damit meine ich jetzt die historische Debatte, die hier seit zwei, drei Jahren läuft in Kassel, in Zukunft eine Dokumentation an der Brücke sichtbar gemacht werden. Die Stadtverordnetenversammlung kann heute den Fehler korrigieren und damit auch der bereits jetzt entstandenen öffentlichen Debatte und Kritik konstruktiv begegnen. Dankeschön.